Willkommen zurück. Heute gibt es quasi den zweiten Teil von den Möbeln. Heute kommt Farbe drauf. Sprich, ich werde es in Substance Painter texturieren. Ich möchte nur vorher kurz ein paar Worte zu den Modellen verlieren, bevor es dann mit Musik weitergeht. Die Lieder in diesem Video werden von Stefan Reutsche zur Verfügung gestellt. Ich habe auch seinen Kanal auf YouTube verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Er hat echt wunderschöne Musik. Das lohnt sich. Zu den Möbeln an sich, die habt ihr ja gesehen, wie ich sie in Maya zusammenstelle. Oder vielmehr das Sofa und die Couch. Der Tisch wollte ja nicht, hat mein Aufnahmegerät gesagt, nee, ich spreche mittendrin ab und sag dir nicht Bescheid. Also gab es das Modellieren des Tisches an so nicht zu sehen. Dafür wird er heute mit texturiert. Es ist ein simples Modell zum Texturieren. Es gibt es auch an für sich nur zwei Materialien, wenn man so will. Einmal das dunkle Holz und einmal das Polster-Sitzkissen. Ja, und die Decke ist ja auch aus Stoff. Sind schon drei. Wie dem auch sei, ihr seht jetzt, wie ich sie nach und nach zusammenbaue. Die UV-Layouts der Dinge setzen sich wie folgt zusammen. Das seht ihr auch an der Seite. Ich habe drei UV-Layouts. Das ist zu einem die Couch. Die beiden Sessel sitzen zusammen auf einem und der Tisch hat auch ein einzelnes UV-Layout. Das hat an für sich ganz gut gepasst. Die sind von der Auflösung relativ gleich. So ergibt sich auch der Vorteil für mich. Ich kann die Modelle einzeln voneinander für verschiedene Projekte benutzen, ohne dass ich das komplett alles ändern muss. Sprich, möchte ich nur die Sofas benutzen, kann ich auch nur das Sofa benutzen. Hätte ich jetzt andererseits alle zusammen auf ein einzelnes UV-Layout gemacht, würde auch funktionieren. Da sollte ich die dann auch wirklich immer alle zusammen in ein Projekt laden, einfach dadurch sonst jede Menge Speicherplatz verloren gehen würde, da ich ja dann anstatt drei einzelne 2K-Texturen eine 4K-Textur hatte. Und wenn ich dann nur ein Möbelstück davon benutze, habe ich ja von diesem 4K-Layout einfach nichts genutzt. Der Speicher an sich wird verbraucht. Gerade in der Arbeit mit einer Engine ist es sehr wichtig, dass man halt so wenig Speicherplatz wie möglich verbraucht. Wenn man jetzt eine 4K-Textur reinlädt und von dieser 4K-Textur nur ein Viertel nutzt, ist das komplett sinnlos. Aber zum genaueren Arbeiten mit einer Engine kann ich ja ein einzelnes Video machen, ein Tutorial oder so, falls sich jemand dafür interessiert. Ich werde einfach mal oben in der Infobox einfach mal ein paar Umfragen starten. Vielleicht fühlt sich ja einer angesprochen. Einfach hier Nein klicken, wenn ihr irgendwas wollt oder ja, verschiedene Tutorials. Ihr dürft mich auch gerne anschreiben, falls euch irgendwas interessiert. Entweder können wir das privat klären oder ich könnte das auch einem YouTube-Tutorial hochladen, sodass mehrere Leute was davon haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Rest vom Video wird mit Musik hinterlegt, also viel Spaß beim Zuhören. Man hört und stört sich.